Es ist geschafft. Wieder einmal liegt eine arbeitsreiche Woche hinter uns. Ich hoffe, sie war bei euch genauso erfolgreich wie bei mir. Es ist Samstag und samstags gibt es bekanntlicherweise immer eine neue Ausgabe von Promi-Geflüster, dem Promi-Podcast. Heute Folge 29. Herzlich willkommen. Hätte ich jetzt eine Geige zur Hand, würde ich euch etwas aufgeigen. Aber ihr könnt froh sein, dass ich keine habe, denn es würde mit Sicherheit katastrophal klingen. Viel besser können das meine heutigen Interviewgäste, die Aufgeiger aus der Steiermark. Beim Open Air der jungen Zillertaler habe ich sie nach langem mal wieder getroffen. Und sie haben mir gleich ihre brandneue CD Mehr Pep für das Volk in die Hand gedrückt. Diese möchte ich euch heute vorstellen. Zum ersten Mal auf die vier aufmerksam geworden bin ich beim Musikantenstadl, damals noch mit Karl Moik, 2005 aus Bruck an der Mur. Was in dieser Zeit so alles passiert ist, erfahrt ihr in der heutigen Ausgabe. Viel Vergnügen! Zum Promi-Geflüster heute die Aufgeiger zu Gast. Wir treffen uns gerade hinter den Kulissen nach dem Auftritt beim Open Air der jungen Zillertaler. Herzlich willkommen. Das ist der Christian. Christian, genau. Christopher. Hallo, ich bin der Christopher. Hallo, Tamara. Hallo, Franz Josef. Der Franz Josef ist immer ein bisschen im Hintergrund, er spielt Schlagzeug. Ne? Woher kommt ihr genau? Aus der Steiermark? Aus der Weststeiermark, wo die Schilcher-Gegend ist, in der Nähe von Graz, zwischen Graz und Klagenfurt, da gibt es den Bezirk Volzberg und Deutschlandsberg. Da sind wir daheim, ja. Mittendrin sozusagen. Mittendrin, ich stand nur dabei. Nein. Genau. Das ist eine bunte Mischung. Eine bunte Mischung und das ist auch eine tolle Weingegend, muss man sagen. Kennengelernt haben wir uns ja beim Musikantenstadl. Was ist seitdem passiert? Ja. Musikantenstadl 2005, muss man dazu sagen. Ja, schon lange her. Genau. Aber du bist hübscher geworden, wirklich. Also, ja, ist wirklich. Ist wirklich so, das passt. Dankeschön. Dankeschön. Glauben wir das mal so. Nein, was ist passiert? Ja, einiges passiert. Für das, dass wir es eigentlich hobbymäßig machen, passt das ganz gut. Wir waren also zweimal beim Grand Prix dabei. Dann Marianne Michel waren wir schon des Öfteren dabei. Oder wenn die Musik spielt, ORF. Und ja, es passt ganz gut. Wir haben auch ein paar Fans mehr gewonnen und das passt. Du sagst, ihr macht das hobbymäßig. Was macht ihr sonst noch? Beruf, einen richtigen Beruf? Wer macht was? Ich bin vom Beruf Fleischhacker. Ich bin Bautechniker. Ich bin Kindergärtnerin. EDV-Kaufmann. Also Fleischhacker war gelogen. Wir haben da zu Hause ein Gasthaus auf der Hebalm. Und da bin ich der Kellner. Der Chefkölner. Wie seid ihr zusammen? Seid ihr untereinander verwandt? Wie waren das nochmal irgendwie? Verwandt sind die zwei. Genau. Wir zwei sind Geschwister und den haben wir mal kennengelernt. So beim also okay. sie wollten einmal nach einem Taxi pfeifen und dann habe ich Druck geschaut und haben mich kennengelernt. Das, ja. Wenn du mit den Kindern so umgehst, was sagen die dazu, dass sie dich im Fernsehen sehen? Kennen die dich dadurch? Die kennen alle drei Aufgeiger-CDs eigentlich auswendig. Es ist immer wieder eine gute Werbung im Kindergarten. Wir sind ein Musikkindergarten, das kann man sehr gut verbinden. Passt ganz gut, ja. Okay. Apropos alle drei Produktionen, ich glaube, da ist jetzt ganz was Neues rausgekommen. Die haben wir hier. Brandneu, noch immer heiß. Pass auf, ist heiß, gell? Pass auf! Brandneu. Genau. Was sind da eure Favoriten drauf? Also einmal zum Titel, unser CD heißt Mehr Pep für das Volk, weil wir uns einfach gedacht haben, dass die volkstümliche Musik einfach ein bisschen mehr Pfeffer braucht und ich glaube, dass wir vier das ganz gut in den Griff bekommen. Das denke ich mal, also das, was er auf der Bühne macht, das ist alle Achtung, ganz gut. Glückwunsch. Für alle. Alles Aufgeiger. Genau, Aufgeiger, das hat dann... Es steht natürlich die Geige, denke ich, im Vordergrund, oder? Wie muss ich das verstehen? Das ist ein Nebengeräusch, ja. Nein. Aufgeiger deshalb, weil die Geige auch im Spiel ist. Ja, wir Steirer probieren es halt auch, die Geigenmusik zu machen, obwohl das die Zillertaler da am besten können, aber wir probieren es halt auch ein bisschen. Wir machen einfach die etwas andere Art der Geigenmusik, würde ich sagen. Ja. Etwas die krankere Art der Volksmusik. Genau, die krankere Art und Weise von der Volksmusik. Es ist ja eine gewisse Mischung eigentlich bei euch, dann Volksmusik und ein bisschen Pop oder was habt ihr sonst noch für einen Touch mit drin? Wir machen Musik, die... Tut mir leid. Die was? Ja. Wir machen mutige Musik mit volkstümlichem Eifer. Ich glaube, das ist einfach ein bisschen Mut dazugehört, die volkstümliche Musik mit ein bisschen mehr Pep zu versehen. Und ich glaube, dass wir das wir vier
ganz gut rüberbringen. Was sind eure nächsten Auftritte, Pläne für euren TV? Wo seid ihr zu sehen? Vielleicht mal den Franz Josef mal. Weiß er weniger? Okay. Frag mir. Nein, demnächst Steiermark ist nicht so bekannt. Okay? Wir haben ja, Hansi Hinterseer ist wahrscheinlich, also möchten wir jetzt nicht zu. Also bitte keine Kameras jetzt gerade, das weiß keiner. Hansi Hinterseer vielleicht die ihr Möglichkeit. Seid die Ersten. Ihr seid die Ersten. Im Oktober sind wir dabei. Okay. Und bei der Briefler Show, das ist ORF, da dürfen wir unser CD vorstellen. Und unser großes Aufgeigerfest ist nicht zum Vergessen in der Steiermark bei uns zu Hause am 25. Oktober. Wobei auch ein Ziller da dabei ist. Ja, Marc Bircher. Wir haben nämlich einen Marc Bircher dabei, genau. Gut, gut. Dann geht und dann ganz machen wir 7 Sünden mit ihm da. Sieben Sünden nochmal, genau. Was das für Sünden sind, das sagen wir zum Besten nicht. Wird nicht verraten, ja. Okay, ich wünsche euch auf alle Fälle dann für eure Zukunft, für die Pläne, alles Gute. Dankeschön. Wir sehen und wir hören uns bestimmt irgendwann wieder. Ne? Auf jeden Fall, ja. Und ja, alles Gute. Toi, toi, toi. Dankeschön. 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 Tschüss. Baba. Tschüss. Baba. Tschüss. Das, liebe Podcast-Freunde, war ein kurzes Interview mit den Aufgeigern. Wer mehr wissen möchte, der kann im Internet unter www.aufgeiger.at nachschauen und einiges mehr über die 4 aus der Steiermark erfahren. Ich werde Christian, Christopher, Tamara und Franz Josef auch im Auge behalten und mit Sicherheit nochmal einen weiteren Bericht über die 4 im Podcast für euch bereitstellen. Es wird hoffentlich dieses Jahr noch stattfinden, nur weiß ich noch nicht genau, wann. In der nächsten Folge gibt es dann ein Interview mit dem Grand Prix-Sieger Rudi Giovannini, den ich im Europapark dieses Jahres bei Immer wieder Sonntags getroffen habe. Hallo, liebe Grüße aus Südtirol von Rudi Giovannini. Ich grüße alle Zuschauer von Promi Geflüster. Tschüss! Danke, lieber Rudi. Bis zur nächsten Ausgabe wünsche ich euch wiederum alles Gute und bleibt gesund. Euer Frank Stiller.